Tag zusammen, kommt zurück in Ruhekirchen. Ein Blick auf Stiepel, nachdem wir jetzt ja hier die Verbindung geschaffen haben, die zweite Autobahnausfahrt Richtung Marxloh, hat sich unser Verkehr etwas verbessert, wobei wir sehen hier schon wieder den nächsten Stau, der hier an der Ampel entsteht. Das ist aber kein Problem, wir haben jetzt aber zwei Zugänge in unser Städtchen Ruhekirchen. Hier vorne die Ausfahrt, die wir neu gemacht haben, und dann die alte Ausfahrt, die hier den Zugang jetzt direkt ins Industriegebiet bietet. Diese Folge möchte ich nutzen, um nun hier vorne diesen See zu entwickeln. Also das See zu entwickeln, sondern hier den Naherholungsgebiet zu bauen, und zwar den Baldeneysee in Essen, der ja ein Stausee ist im Ruhrgebiet, aber entstand in den 30er Jahren, aber tatsächlich passt das, glaube ich, ganz gut. Wir brauchen sowieso mal ein bisschen Zeit für eine Stadtverschönerung, um wieder ein bisschen Geld zu sammeln, damit wir uns ein paar Gebäude leisten können. Also steigen wir mal ein und bauen hier unseren See aus zu einem Naherholungsgebiet. Das wird ein bisschen eng, weil hier die Stadtgrenze ist. Ich will diese Zelle nicht kaufen dafür. Das sollte aber eigentlich, denke ich, ganz gut passen. Wir machen auch gut Geld. 7.000 die Stunde, das passt. Dann haben wir nämlich auch hier diese Häuser, die hier an diesem Strand sind, etwas besser eingebunden. Wir können hier nochmal ein bisschen Freizeit entwickeln. Erster Schritt ist natürlich, dass wir das Gelände etwas einebnen müssen. Dann brauchen wir einen etwas kleineren Pinsel, und dann müssen wir uns mal genau hier angucken, dass wir hier die richtige Höhe erwischen. Ich glaube, ich nehme diese Höhenlinie, Rechtsklick. Ja. Den Sandstrand, den werden wir dann gleich ergänzen, indem wir wir haben jetzt ja hier neu diese Oberflächen. Da gibt es hier, wo ist es genau, Sandoberfläche. Damit können wir jetzt einfärben, das ist ja in der Vanilla-Version mittlerweile auch möglich. Also wir werden hier erstmal einen Strandstreifen produzieren oder aufschütten. Das haben wir schon ganz gut gemacht. Wann hier dieser Sand entsteht und wann nicht, ist nicht so ganz klar. Gut, ich werde hier noch mal ein bisschen erweitern, dass hier die Häuser nicht direkt an der Kante sind. Dann kann ich hier vielleicht noch mal ein bisschen was an Pflanzen platzieren, die dann das so ein bisschen verdecken. Also wir brauchen natürlich einen Anschluss an das Straßennetz. Ich will natürlich einmal hier so einen kleinen Asphaltweg platzieren. So der einzige Weg, den wir im Moment haben in der Vanilla-Version. Und es gibt ja hier, wo haben wir ihn denn? Bei den Straßendiensten. Wo gibt es doch hier noch? Ja, genau, die Fußgängerstraße, da dürfen dann nur Servicefahrzeuge fahren und Fußgänger laufen. Die möchte ich jetzt hier vorne einmal schon direkt platzieren. Und mache ich die jetzt schon unten oder mache ich die lieber oben? Ich glaube, die mache ich hier oben entlang. Machen wir so ein bisschen mal den Konturen. Denn entlang dieser Straße können dann, jetzt muss ich mal alles ausschalten, Geschäfte entstehen. Ziehen wir dann bis hier vorne hin. Jawohl, also auch den Tennisplatz werde ich dann nachher versetzen.
Wir brauchen den Zugang von der Straße. Das machen wir im 90 Grad Winkel hier runter. Jawohl. Und auf der anderen Seite komme ich dann von hier aus runter. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Parkplätze, damit sich unsere Strandbesucher auch mit dem Auto kommen können. Da werden wir aber auch nochmal einebnen müssen, denke ich, damit die Parkplätze ein leichtes Gefälle, damit die Parkplätze hier auch ebenerdig sind. Schauen mal, bei den Parkplätzen haben wir hier der Parkplatz, der passt hier hin. Da ist der Zugang. Ja, das müsste eigentlich passen. Also. Ebnen das hier ein. Und das gleiche machen wir dann hier ein bisschen mehr. Ja. Also. Die Seite auch nochmal machen. Da die Krümmung der Kurve nicht ausreicht oder ihm nicht gefällt, also hier ein Parkplatz und hier der Parkplatz. Jawohl. Dann können wir nämlich nicht vorne das hier wieder regulär glätten. Gewerbe mit geringer Dichte, das werden wir machen, dass wir hier so, ich sag mal, so Strandcafés oder sowas erzeugen. Die sollten möglichst klein sein. Deswegen mache ich dann da immer nur so 2x2 Zellen auf dieser Seite. Und dann gucken wir mal, was da entsteht. Und dann, wenn das jetzt irgendwelche nicht. Ein Supermarkt, das fände ich okay, aber irgendwelche Elektronikgeschäfte oder eine Tankstelle oder sowas, das ist natürlich Quatsch. Die würde ich dann abreißen. Wir lassen sie aber mal entstehen. Oder? Something at all. Inbex Hardware. Biofuel, das brauchen wir schon nicht. Nein, wissen wir nicht. Lopo. Scenic Baron ist also. Nahrung, das ist okay. Wir warten mal ab, was hier entsteht. Jetzt passt es also. Wir haben hier einen Supermarkt. Gucken wir uns das mal genauer an. Das erscheint ein Restaurant. Das ist ein Restaurant. Den kennen wir schon, den Burgerladen. Hier haben wir ein Restaurant. Shop Late ist auch ein Restaurant. Da sehen wir Nahrung. Dann haben wir hier auch nochmal einen Supermarkt. Ein Elektronikladen finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Da würde man sich noch Handykram kaufen können. Nahrung, Elektronik, ja, zweiter Laden ist auch G2, nehmen wir an. Pharmazeutika, also irgendeine Apotheke oder Drogeriemarkt und ein Geschäft mit Textilien, das passt, prima. Dann, also die Parkplätze habe ich auch auf 0 Euro Kosten gesetzt. Dann werde ich jetzt hier den Tennisplatz verschieben, dass er hier vorne hinkommt. Jetzt müssen wir uns um das Strandbad kümmern. Der erste Schritt ist natürlich ein Fußweg, der sich hier entlang führt. An der Uferpromenade.
ein paar Verbindungen dann runter. Dazu müssen wir erstmal das Gelände noch mal ein bisschen abflachen. Also hier haben wir einen Zugang. Hier haben wir einen Zugang. Ganz schön viel los ist hier schon in unserem Seebad, obwohl wir Oktober haben. Aber gut, so, hier müssen wir runter. Dann haben wir hier diese Zugänge. Hier hinten auch noch mal einen. Machen wir von hinten auf diesen Wanderweg kommt. Der Weg wäre auch besetzt. Jetzt brauchen wir noch was hier für unseren See, dass wir hier so ein bisschen Badeatmosphäre schaffen. Wir werden das Gelände nochmal einebnen. Das war jetzt von hier vorne, das soll das zentrale Bad sein. Nehmen wir mal hier diese Höhe, ziehen hier mal so eine Glanzzunge rein. Das ist leider nicht ganz gerade, aber ich glaube, das geht. Das gleiche machen wir nochmal hier vorne. Ich denke, den See müssen wir noch ein kleines bisschen anheben hier in diesem Badebereich. Denn wir sehen ja, der ist schon relativ tief. Ne? Das sind da nämlich hier schon 4 Meter. Wir müssen mal hier, ich nehme mal diese Höhe, in der Rechtsklick. So, das war hier eine, also direkt am Ufer, zumindest ein bisschen flacheres Gebiet haben zum Schwimmen. Schon einiges an Erdmasse, die wir hier bewegen, aber das sieht doch schon wirklich sehr ordentlich aus. Vorne fehlt noch ein kleiner Zipfel, da haben wir ein bisschen zu viel weggenommen. Ja, das ist besser. Ja, was wir noch brauchen, ist so eine, ich sag mal, Sprungturm oder sowas ähnliches. Da nehmen wir auch, nee, gar nicht mal, hier ist es nicht, sondern hier diesen Fußweg, dass wir hier mal so einen kleinen Sprungturm definieren. Dann nehmen wir hier den Weg, ziehen den mal hier rein. Vielleicht noch ein bisschen von hier aus kommend. Dann also mal hier gucken, wie wir jetzt hier mit den Höhen arbeiten können. Das mag er. Auf der gegenüberliegenden Seite werden wir dann hier auch nochmal so einen Steg machen, der dann ins Wasser reingeht. Also als Aussichtsplattform, gucken, ob mich das machen lässt. Haben wir eine schöne Aussichtsplattform. Hier reinlaufen, noch im See stehen. Ja, das ist auch eigentlich auch ganz hübsch. Hier vorne kommen wir vielleicht mal in den Tennisplatz. Ne, da passt nichts hin. Dann postieren wir hier nochmal ein Geschäft. Wir haben hier vorne dann jetzt wieder Platz für ein paar Einfamilienhäuser. Den sollten wir dann auch nutzen, weil der Bedarf ja weiterhin groß ist. Wir sind mittlerweile bei 33.000 Einwohner. Das ist prima. Jetzt brauchen wir vielleicht dann nochmal so einen Park hier, denn das Spiel weiß ja nicht, dass das hier ein Freizeitsee ist. Nochmal bei den Sport, wir brauchen einen kleinen Spielplatz.
Der muss ja hier an der Hauptstraße, diesem Fußgängerweg liegen. Dann platzieren wir ihn auch hier oben. Und vielleicht hier hinten. Feuerstelle, das finde ich eigentlich auch ganz, ganz spannend. So, das Gelände aber hier einebnen. Und das Geschäft hier leider abreißen. Denn der braucht mehr Platz. So, den setzen wir aber ordentlich da rein. Guck mal, wie groß der ist, diese Feuerstelle. Ja, die ist schon ziemlich groß. Können das dann gleich wieder zurücknehmen. Eine Art Liegewiese. Sehen wir eben an, wie die hier aussieht. Haken brauchen wir nicht. Da brennt schon was. Das sind wahrscheinlich wieder unser das Obdachlosenproblem, was leider noch nicht gelöst ist. Oder ist das, ist die brennende Tonne jetzt echt? Oder ist die. Ich glaube, die ist so. Ah, ne, hier da vorne sieht man auch schon wieder die ersten Obdachlosenzelte. Ich hoffe, dass da irgendwann mal demnächst das Update kommt von Colossal Order, dass das verschwindet. Das ist der Baldeneysee, wie gesagt, nicht ganz korrekt, denn es ist eigentlich als, also gar nicht, auch nicht als Freizeitsee geplant gewesen, als man ihn in den 60er Jahren entwickelt hat oder errichtet hat, also von den 1930er Jahre, sondern das war als Reinigungssee für die fürs Ruhrgebiet gedacht, dass dann durch eine langsame Fließgeschwindigkeit sich Sediment absetzen kann, um dann die Flüsse etwas zu säubern, als man noch keine modernen Kläranlagen hatte. Aber mittlerweile natürlich der größte See, den wir im Ruhrgebiet haben, als Freizeitsee. Wobei Baden ist nicht ganz so einfach in dem Ding. Das ist also Segeln geht, Bötchen fahren, aber Schwimmen ist nicht ganz so einfach. So, ich ziehe jetzt hier mal, das ist jetzt auch Sand, ne? Genau, Sandoberfläche. Ziehe ich jetzt mal hier immer bis zu der Straße. Ja, das sieht doch prima aus hier, dieser ganze Strand. Das Sandabschnitt. Jetzt platzieren wir noch mal ein paar Bäume, die Schatten werfen. Das denke ich ist auch noch ganz sinnvoll. Wollen wir sie dort? So ein kleines bisschen auch eine Abtrennung machen. Vielleicht hier vorne mal von diesem Strandbadteil. Ich denke, damit haben wir es. Das Park leer, wenn ich mal ganz gut hier platzieren kann. Mal hier oben platzieren, das finde ich auch noch ganz gut. Noch mal eine kleine Einfassung. Und damit ist der Baldeneysee fast fertig. Wir sollten den vielleicht auch noch mal in eine eigene Zone geben. Ich denke, das ist dem Baldeneysee würdig. Ja, Baldeneysee. Kann irgendwas machen. Glaube. Nee, das alles ist noch nichts, was uns interessiert.
Gut. Jetzt haben wir hier einen Freizeitbereich, haben jetzt ordentlich Geld gemacht, das ist gut. Wir verdienen 12.000 die Stunde. Verlieren gerade ein paar Einwohner. Das liegt daran, dass wir jetzt hier wieder in der nächsten Folge dann mal um das unzuverlässige Postwesen kümmern müssen. Ich denke, das geht schnell. Wir brauchen natürlich hier nochmal Briefkästen, damit die Leute auch Postkarten schicken können. Um bald in Neusee. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein Postamt. Brauchen wir denn eins? Dort ist eins. Dann brauchen wir nochmal eins hier in Marxloh. Wir gucken mal, wo wir das gut platzieren könnten. Na, ich glaube, in die obere Straße. Aber damit wir das Briefaufkommen besser handeln können. Wir sehen das ja. Die Postrate, das ist nicht optimal. Aber ich denke, das passt. Der Blick auf unseren neuen Freizeitbereich, den Baldeney See, das sieht doch wirklich sehr schön aus. Da lohnt es sich doch dann ein paar sonnige Stunden zu verbringen, obwohl wir im Herbst kurz vor dem Wintereinbruch sind, aber in der nächsten Saison können die Einwohner von Ruhrkirchen hier im Baldeney See ihre Freizeit verbringen und schwimmen gehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal.